Ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Ich bin Armin Anders, Mitgründer von Enocean und verantwortlich für die Geschäftsentwicklung. SmartScore ist die erste globale Zertifizierung für smarte Gebäude, die Immobilieneigentümern hilft, Nutzeranforderungen und technologische Grundlagen eines intelligenten Gebäudes zu verstehen, zu verbessern und zu bewähren. Marc Gille, CEO von ThinkIt, erzählt Ihnen heute die weiteren Details hierzu. Ich bin selber super gespannt, weil mit dem Thema ich mich auch noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Marc, du kannst jetzt auch gleich loslegen. Ja, danke Armin und hallo zusammen in die Runde. Armin, du darfst mir durchaus trotzdem heute ein bisschen beim Vortragen helfen. Ich muss mich schon im Vorhinein entschuldigen, wenn ich also jetzt während des Vortrags ein bisschen rumhuste. Das ist eine kleine Bronchitis aus dem Winterurlaub. Verzeihen Sie es mir, aber ich glaube, wir kommen auch trotzdem durch. Armin, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Geht schon los, Entschuldigung. Let's get certified. Was wir uns ansehen wollen, ist SmartScore. SmartScore ist ein weiterer Standard des Unternehmens WildScore. WildScore ist einigen von Ihnen sicher bekannt durch deren ersten Standard, Zertifizierungsstandard für digitale Konnektivität. Ein bisschen komisch geschrieben hier. Das heißt also, wie gut ist das Gebäude mit dem Internet verbunden? Und was jetzt dazu kommt, ist SmartScore, ein weiterer Standard zur Bewertung von Funktionen und Technologien in einem Smart Building. Also im Grunde genommen eine Messgröße, wie intelligent ist Ihr Gebäude. Und was SmartScore neben diesem Zertifizierungsstandard auch gleichzeitig geschaffen hat, ist ein Akkreditierungsansatz für Unternehmen, die smarte Gebäude unterstützen und das mit Produkten und Dienstleistungen. Entschuldigung. Warum ist das relevant? Wenn man sich anguckt, wo der Immobilienmarkt im Moment steht und sich hinentwickelt, wird die Frage der Wertigkeit in der Nutzung und im Betrieb eines Gebäudes deutlich wichtiger als zuvor, wenn es das nicht sowieso schon immer war. Und es ist eigentlich klar, dass Digitalisierung hier unterstützt und mindestens werde ich vermessen wollen, wie wesentliche Ziele wie Workplace und Tenant Experience, also wie kann der Mieter, wie kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das Gebäude nutzen und andererseits, wie sehr trage ich bei zu Nachhaltigkeit, Energietransparenz und dergleichen mehr. Und das aus Perspektive des Gebäudebetreibers natürlich genauso wie aus Perspektive des Mieters, also in einer Bürofläche, die Außendarstellung des Unternehmens, die Bürofläche gemietet hat, wie sehr dieses Unternehmen selbst in ESG-seitig verpflichtet ist, all das zahlt hier ein. Und wenn ich das vermessen kann, dass ich das gut tue in meinem Gebäude, ist das natürlich eine Messgröße, in der ich gut aussehen möchte. Und wir möchten Ihnen heute eigentlich zeigen, wie man das erreicht und idealerweise mit der Bestnote Platin in diesem Standard. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch ganz kurz ein bisschen was zu unseren Unternehmen erzählen. Und der Armin fängt an mit Enocean. Ja, Enocean GmbH ist die Technologiefirma, die Enocean Alliance ist ein Anwenderverbund von mittlerweile über 400 Unternehmen, welche die Enocean-Sensorlösung weltweit herstellt und verbaut. Denn kluge Entscheidungen brauchen smarte Sensoren. Umweltfreundlich, standardisiert, die Systeme müssen modular sein, brauchen offene Schnittstellen und weltweit verfügbar oder in einem Wort nachhaltig. Das Enocean-Ökosystem mit 1000 Produkten ist mittlerweile in Millionen Gebäuden weltweit installiert, für die Batteriewechsel einfach nicht in Frage kommt. Da sind wir echt stolz drauf, auf die ganzen Standardisierungsaktivitäten, die die Enocean Alliance hier weltweit durchführt. Und die Mitglieder, die die Installation dann durchführen und die Systemintegration durchführen. Marc, du kannst wieder übernehmen. Danke sehr. Um zu verstehen, was ThinkIt macht, gucken wir jetzt sofort ganz tief in die Technik, hoffentlich nicht zu tief, aber ich glaube, es wird in der Folge noch deutlich werden, warum wir das brauchen.
Thingit ist eine komplett Digitalisierungsplattform für Gebäude und wird genutzt aus Perspektive des Immobilienentwicklers und Betreibers, aber noch umso mehr aus Perspektive des Mieters, des Nutzers, gegebenenfalls auch eben der eigenen Immobilie, aber sehr häufig auch Büromieter, Corporates auf verteilten Standorten, weltweit verteilten Standorten. Und was man, um das zu erreichen, braucht, ist einerseits die Konnektivität auf alles und jedes Technologie im Gebäude und um das Gebäude herum. Das ist geht von klassischer Gebäudetechnik über IoT-Sensorik, das ist unser Schwerpunkt heute, mit N-Ocean, Lichttechnik, Parken und so weiter, bis hin zu Paketstationen oder Lockers auf der Bürofläche. Das Ganze exponiert sich Nutzern natürlich über App. Nichts geht heute mehr ohne App, aber eben auch, tatsächlich kommt das immer mehr, interessant eigentlich, Digital Signage und Portalfunktionen für Analytics und dergleichen mehr. Und wenn man sich genauer anguckt, wie Digitalisierungsfunktionen in Gebäuden umgesetzt und dort spezifische Ziele wie eben eine Tenant Experience, eine Betriebsoptimierung und natürlich ESG-Ziele erreicht werden können, sieht man, das geht eben nicht nur mit Konnektivität auf Hardware und ein bisschen, sagen wir mal, Arbeitsplatzbuchung. Da muss man noch viel, viel mehr tun. Und das haben wir in den vergangenen Jahren sauber aufbereitet. Zertifizierung, SmartScore und idealerweise SmartScore Platinum. Das geht eben auch in der Nachrüstung. Auch wieder komisch geschrieben. Gucken wir uns erstmal an, was SmartScore da eigentlich macht. SmartScore hat in den vergangenen zwei Jahren, seit 2021 waren sie es, glaube ich, eine Menge Experten, einer präsentiert gerade für Sie, befragt dazu, was macht eigentlich ein smartes Gebäude, ein digitalisiertes Gebäude aus, was gibt es für Funktionen und auf welche Bedürfnisse und Notwendigkeiten zahlen die ein. Das sehen Sie jetzt hier so ein bisschen gruppiert. In der Matrix, gehen Sie mal auf die SmartScore-Seiten, da ist das noch viel genauer beschrieben, aber eigentlich wird schon klar, wenn Sie jetzt mal so ein paar Beispiele rauspicken, warum braucht man so eine Digitalisierungsfunktion, User Functions nennen Sie das, und was kann damit erreicht werden? Picken wir es mal gerade raus, Carbon Footprint Engagement, klar, Sustainability, Waste Reporting, ganz genauso. Tenant Comfort Control, das heißt, kann ich mein Licht, mein Klima und so weiter verändern? Habe ich darüber Transparenz, Air Quality? Also die Verbindungen lassen sich sofort ziehen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was tut Thingit in diesem Umfeld, das ist jetzt ein bisschen ja, stolz und der mit Sicherheit auch berechtigt. Wir sind bei dem, was SmartScore da von einem Gebäude will, glaube ich, einsamer Spitzenreiter dabei, so etwas zu unterstützen für denjenigen, der sowas mit seinem Gebäude vorhat. Wir haben bei denen, das sind Zahlen, die sich mit Sicherheit hoffentlich und nach meiner Erwartung auch relativ schnell ändern werden, nämlich vergrößern werden. Wir haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Folien haben wir 5 SmartScore-zertifizierte Gebäude in Deutschland gehabt und 4 waren da mit Thingit zertifiziert, 3 mit Platin, 1 mit Gold. Das kann sich jetzt schon wieder geändert haben. Wenn Sie das wissen, posten Sie es gerne im Chat. Das gehen wir dann auch gerne weiter. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn da von Konkurrenten unterstützte Systeme zukommen. Wir können für uns klar sagen, machen Sie es mit Thingit, kriegen Sie Platin, wenn Sie es richtig machen. Ja, das liegt eben daran, dass wir, was diese User Functions, also die Unterstützung der Notwendigkeiten und Begehrlichkeiten anbelangt, eine Abdeckung haben, die sogar über die 100% der geforderten Kriterien hinausgeht. Gucken wir uns das nochmal detaillierter an. Eben in dieser Abdeckungsmatrix. Wenn Sie auf die ganzen Funktionen gehen, sehen Sie hier diejenigen, wo wir exceptional unterstützen, gut unterstützen und eben gar nicht unterstützen. Das gibt es auch. Und das wird klar, wenn Sie diese Unterstützung im System haben, und in ihrem Gebäude realisieren, materialisieren, dann heißt das eben auch die Abdeckung dieser Kriterien. Viel interessanter oder mindestens ebenso interessant ist die Frage, naja, es wird bei etlichen der Punkte, die hier stehen, deutlich, das ist auch etwas mit Hardware, mit Sensorik, mit Dingen, die vielleicht gar nicht notwendigerweise, gerade nicht in einem Bestand, vielleicht einer etwas älteren Immobilie so vorhanden sind, hardware-seitig, das kann ich gar nicht unbedingt messen. Das kriege ich aus meinen Systemen, wenn ich überhaupt großartig Systeme in meinem Gebäude habe, gar nicht raus.
Also stellt sich die Frage, all das, was nicht mit Software, also mit Zingit erledigt werden kann und Hardware braucht, kann ich da denn eventuell nachrüsten und zahlt da eine sehr leicht nachrüstbare Technologie wie ein Ocean drauf ein? Und dazu muss man sich folgendes Bildchen angucken. Also eben wieder diese Funktionsmatrix, aber hier ausgefüllt all die Bereiche, wo Sie mit Enocean-Nachrüstung Dinge, die Sie einfach auch ohne Sensorik und Aktorik gar nicht abdecken können, mit einer leicht nachzurüstenden Technologie so nachrüsten können, dass Sie damit dann insgesamt in der Kombination von Software und Hardware wieder bei der Abdeckung sind. Also im Grunde genommen sind diese drei Folien jetzt hier das Rezept für eine Platin-Zertifizierung. Ja? Komplizierter ist das nicht. Was dann am Ende dabei rauskommt aus Sicht des Mieters, aus Sicht der Mitarbeiterin, ist Tenant Workplace Experience, also ein Tag im Büro, von der Planung über das Finden eines Parkplatzes, Finden einer Ladestation, Zutrittskontrolle und so weiter und so fort, über all die Dinge, die man so über den Tag machen muss und möchte im Gebäude, im Büro. Und all das sind natürlich Aspekte, die SmartScore prüft. Also wenn Sie sich diese User Functions genauer angucken, sind die alle, Entschuldigung, auf so ein Detaillierungslevel heruntergebrochen. Mal die Perspektive des Betreibers, aber auch wieder die des Büromieters, eigentlich für beide. Schauen Sie sich mal an, wie das aussieht vor dem Hintergrund von Energietransparenz, Transparenz über Ressourcenverbrauch, Verbräuche und eben die Abfallwirtschaft des Gebäudes. Das vermitteln wir ebenso mit Kennzahlen, mit grafischen Darstellungen, mit Ranking-Darstellungen. Hier machen wir etwas, was im Markt bisher einzigartig ist. Wir geben eine kombinierte Transparenz über Mieter und Allgemeinverbräuche von Ressourcen, von Energie und Einträge eben in der Abfallwirtschaft. Das in Kombination von ganz verschiedenen Datenquellen, Hauptzählern, Nebenzählern, nachrüstbaren Zählern für die Verbräuche und dergleichen mehr. Also wenn Sie jetzt diese beiden Endnutzer, Nutzerinnen-Sichten übereinander legen, sehen Sie schon ein bisschen, was ist deren Perspektive auf das, was SmartScore hier eigentlich fordert. Jetzt könnte jemand sagen, SmartScore, proprietär, das ist wahrscheinlich so eine Gelddruckmaschine und wer mitmacht, der macht eben mit. Also erstmal gehen Sie davon aus, das wird zum Selbstläufer werden. Ja, das ist ein Label, nach dem der Markt rufen wird. Aber darüber hinaus ist es auch etwas, was als Initiative gar nicht nur von SmartScore getrieben wird. Zum Beispiel hat die EU eben den sogenannten Smart Readiness Indicator festgelegt. Leider bislang nur fakultativ. Wir sind hier mit unserer Gesetzgebung oder alternativ mit irgendwelchen finanziellen Anreizen, wie es die Amerikaner mit IRA tun oder sowas, sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Insofern ist das im Moment mehr eine Erarbeitung und Handlungsempfehlung als eine Maßgabe. Das mag sich auch in irgendeiner Form in der Zukunft ändern. Aber was die gemacht haben, ist, die haben eigentlich definiert, was macht ein Gebäude smart und wie kann das Gebäude dann durch seine Smartness unter anderem auf ESG, also auf Nachhaltigkeits- und Energieverbrauchs- und Transparenzaspekte einzahlen. Und wen wundert es, wenn ich mir angucke, was die Kriterien, die haben das auf ihrer Webseite, die habe ich Ihnen da unten nochmal dargestellt, auch detaillierter aufgeführt. Die packen da genau dieselben Aspekte unter diese Oberbegriffe wie Energieeffizienz als wesentliches Ziel, die wir dann in den SmartScore User Functions sehen, nämlich eine funktionale Umsetzung dieser Notwendigkeiten und Bedarfe. Ja, also wir sind hier gar nicht nur in etwas unterwegs, was sich ein Anbieter an dem Markt ausgedacht hat, sondern etwas, was auch in regulatorische Arbeiten passt. Schauen wir uns mal an, wie das umgesetzt wird, wenn wir eben so ein Nachrüstungsszenario im Bestand haben. Also wenn uns Hardware fehlt, das ist ja viel schwerer nachzurüsten als Software. Software geht leicht, das kostet in der Nachrüstung wie im Neubau so ungefähr dasselbe aufwandsmäßig und man stellt sich immer die Frage, was mache ich denn mit meinem Bestand? Was wir auf Singit-Seite tun, wie wir das Ganze andocken, ist, wir machen aus allem
und jedem, was wir da an Technik im Gebäude vorfinden, eine Abstraktion, die uns diese wesentlichen, die wesentlichen Kennzahlen als Business-Metriken ins System legt und die wesentlichen Elemente der Aktorik, wie so eine Parkgaragenschranke oder eine Zutrittskontrolle oder so weiter, so exponiert, dass wir in der Plattform damit umgehen können. Und was in Ocean anbelangt, wird es einfach technisch so gemacht, dass alles und jedes, was im Ocean, in Ocean-Umfeld Metriken produziert, eben genauso abstrahiert wird. Das heißt, es hängt dann nicht mehr vom konkreten, von der konkreten Hardware-Komponente ab. Am Ende ist das eine Temperatur, eine Belegung, ein People-Count oder ähnliches. Armin, magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie solche Sachen dann verkabelt oder nicht verkabelt werden? Ja, aber sicher, klar. Die Funksensoren benötigen eine Konnektivität zur Cloud. Das kann entweder klassisch über ein Gateway erfolgen, wie wir auf der linken Seite sehen, oder neuerdings auch über Wi-Fi Access Points. Wenn man über diese Wi-Fi Access Points geht, entfällt damit auch noch komplett die Verdrahtung von zusätzlichen Gateways auf der Empfängerseite. Das Ergebnis ist dann eine vollständig drahtlos nachrüstbare Plug-and-Play-Systemumgebung. Also damit erreicht man dann auch wirklich die allerbeste Kostenposition, weil man muss im Prinzip nur die Sensoren an die relevanten Stellen kleben und einen USB-Stick einstecken in die Access Points und schon kann man loslegen, weil die Daten dann in die Cloud gespiegelt werden. Man muss sonst vor Ort gar nichts anderes machen. Ja, die Sensoriken und Aktoren, die NO-Funksensoren, die versorgen sich vorrangig mit Umweltenergie mittels kleiner Solarzellen, Mikrodruckwandler oder Thermogeneratoren. Das sehen wir hier auf dem Bild, die Solarzellen, vorrangig Schalter oder Hebelsensoren. Da ist kinetisch Energiewandler drin, der auf Druck reagiert, die Elektrizität erzeugt. Oder hier jetzt zum Beispiel rechts unten im Heizventil, da nutzt man thermische Energien, um die Energie nicht nur für die Funkstrecke, sondern auch für den Aktor selbst zu generieren. Hier mal so eine Gliederung der wesentlichen Applikationsbereiche und die zugehörigen Sensoren dazu. Hier bei intelligenter Arbeitsplatz ist es Tisch- und Raumbelegungssensoren, Personendurchgangs- und Aktivitätszähler, Statusanzeigen. Bei Gesundheit und Sicherheit, also Luftgüte und Sicherheit, sind es CO2-Sensoren zur Produktivitätssteigerung der Aerosolgefahrenwarnung, Feinstaub, Geruch, feuchte Fenster, Türüberwachung, alle diese Sensoren gibt es. Energieeinsparung jetzt auf der rechten Seite, der nächste wichtige Punkt sind Strommesser und Schaltaktoren, Thermostate, Präsenzsensoren und Fenstersensoren und Türsensoren, um die ich auch in den anderen Verticals hier benutzen kann, um eine möglichst optimale Datenbasis zu erhalten für meine Cloud-Applikation. Wir wissen ja mittlerweile, die Intelligenz rutscht immer mehr in die Cloud. Aber was ich auf jeden Fall vor Ort immer brauche, um eine gute Datenbasis zu erhalten, sind die Sensoren und auch die Aktoren, um dementsprechend auch wieder zurückzusteuern. Mike, kannst du übernehmen. Danke. Was, wenn ich normalerweise diesen Zoo an N-Ocean Sensoren und Aktoren sehe, dann pickt man sie normalerweise immer, wenn man über ein bestimmtes Thema spricht, ein, zwei da raus, weil die eben für das Thema relevant sind. Was man, glaube ich, hier großartig sieht, ist, dass alles, was der Armin gerade erzählt hat, irgendwo in dieser Funktionsmatrix des Smart Score Standards und damit auch ein bisschen weitergehend, wenn Sie in Richtung des Smart Readiness Indicators gucken, verortet werden kann. Ja, also das zahlt alles überall ein. Dann müssen wir uns jetzt die Frage stellen, naja, wenn wir ein smartes Gebäude wollen und wir wollen das messen und wir wollen es zertifizieren lassen, idealerweise Platinum, eigentlich haben wir Ihnen schon gesagt,
packen Sie diese beiden Sachen zusammen, dann geht das, auch im Bestand. Ne? Schauen wir noch mal drauf, was muss ich denn da eigentlich tun? Das ist schon noch ein bisschen was. Also Rollout-Strategie ist hier die Frage. Das Erste, was Sie machen, Sie konfigurieren Software. Es beginnt immer damit, dass man der Software erstmal was über das Gebäude erzählen muss, also dessen Struktur. Das hat man bei weltweit operierenden Unternehmen dann auch mit Niederlassungen, teilweise auch über Ländergrenzen. Armin hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Wir haben hier auch eine Hardware-Technologie, die in den verschiedensten Geografien Zertifizierung hat. Also wir müssen sagen, wie sehen die Gebäude aus, die gegebenenfalls weltweit verteilt irgendwo stehen. Wir müssen sagen, was gehört zu diesen Gebäuden alles zu. Entschuldigung. Zum Beispiel auch solche Dinge wie Arbeitsplätze oder sowas, die dann buchbar sind. Und alles andere, was der Kommunikation von Mietern, von Mitarbeiterinnen und so weiter dient, das müssen wir alles in der Software konfigurieren. Dazu kommt dann die Hardware-Installation und Integration. Haben wir gerade gelernt, wie das geht. Gegebenenfalls sogar in Access Point oder ähnliches, dass also wir, was Verkabelungen dergleichen mehr anbelangt, minimal Kosten produzieren und dann eben das Ausbringen von größtenteils autonom arbeitenden Sensoren und Aktoren, die dann einfach mit dem Software-System kommunizieren. Ein Aspekt, den ich hier extra herausgestellt habe, ist die Integration in Corporate Software und Security-Aspekte. Das gilt auch für einen Gebäudebetrieb aus Sicht eines Bestandshalters. Das, was Sie da an Unternehmenssoftware-Aspekten erledigen müssen, ist teilweise deutlich mehr, als das so der klassische Immobilienexperte vermutlich einschätzt. Wir müssen hier natürlich DSGVO machen. Wir müssen schauen, dass wir klären, gegen welche Systeme sich die Nutzerinnen identifizieren und authentifizieren. Das ist sehr häufig in eine Corporate Groupware eingebunden. Wenn Sie in einer Immobilie sind mit verschiedenen Mietern, müssen Sie in deren verschiedene Systeme rein und dergleichen mehr. Sie haben vielleicht für ein Incident Management, also ein Schadensfall-Management, Integrationen mit dem jeweiligen FM-Anbieter und dessen CAFM-System. Das ist also schon einiges, was man da tun muss an Einbettung von der Software in die Software-Gesamtlandschaft. Entschuldigung. Ja, und schließlich, das ist auch etwas, was man klar sagen muss, im Moment noch etwas stiefmütterlich im Markt behandelt wird. Sie müssen diese ganze Lösung betreiben. Und das ist ein Betrieb, der geht über den Gebäudebetrieb hinaus. Das ist nicht das Betreiben einer technischen Anlage im Gebäude. Das ist nicht Messen, Steuern, Regeln, sondern es ist ein Betrieb von einer Gesamtsoftware-Hardware-Lösung mit allem, was man dafür braucht. Das muss man organisieren. Am Ende des Tages ist das zumindest aus meiner Sicht auch eine Facilities-Management-Aufgabe. Da muss man aber klar sagen, und das sagen unsere großen Facilities-Manager alle auch, das ist etwas, da sind wir noch ziemlich an den Anfängen, als standardisierte Lösung anbieten zu können. Wir arbeiten alle dran. Also ich verbringe meine Freizeit mit Vorlesungen an der TH in Aschaffenburg, damit wir einfach ein paar mehr Leute in den Markt kriegen, die sowas können. Das ist also im Moment noch ein teures Gut. Aber die gute Nachricht ist, wir haben Unternehmen, die uns dabei helfen. Sowas machen nämlich weder der Armin und N-Ocean noch mein Unternehmen, sondern wir haben Partner, große und kleinere. Und gerade die kleineren sind da insbesondere sehr leistungsfähig und über Jahre erfahren, die so etwas machen können. Die können solche Lösungen planen, die können sie konfigurieren, umsetzen und sie können sie dann auch im Feld betreiben. Und zwar mit allen Aspekten, die ich eben erwähnt habe. Ein kombinierter Hardware-Software-Betrieb. Also wir machen da gerne Vorstellungen zu den betreffenden Unternehmen. Die können sowas auch weltweit. Wir haben sehr viele Beispiele, wo so ein weltweiter Betrieb durch eines dieser Unternehmen hier, also durch mehrere von diesen Unternehmen hier wahrgenommen wird. Lassen Sie sich da gerne den entsprechenden Unternehmen vorstellen. Soweit das, was wir Ihnen heute in aller Kürze vorstellen wollten. Ich hoffe, wir haben den Zirkelschluss zu. Es gibt einen durchaus sehr wichtigen Standard, smarte Gebäude zu bemessen. Es gibt Technologien auf Software- und Hardware-Seite, wo man eine sehr gute Bewertung in diesem Standard erreichen kann und sie funktionieren auch in der Nachrüstung und es gibt ein Komplettrezept, wie man so etwas umsetzen kann mit Dienstleistern. Ich hoffe, dass wir diesen Zirkelschluss hingekriegt haben. Gibt es noch Fragen?
Ja, ich lese vor. Gibt es Frage? Die Wired Score hat in einigen Märkten nachweislich schon positive Auswirkungen auf zu erzielenden Mieterträgen. Mark, denkst du, langfristig wird Smart Score ähnliche Auswirkungen haben? Absolut. Also ich glaube, dadurch, dass dieser Standard sehr gründlich erarbeitet wurde und sich Wired Score also auch mit der Akkreditierung von Produkten und Dienstleistern ein Gesamtökosystem geschaffen hat, wird das zur Qualitätsmarke werden. Und wie wir es auch von anderen Standards kennen, wird die Frage sein, wie bist du denn Smart Score zertifiziert? Also man kann ganz klar auch in unserem, muss man so sagen, ja, man sieht diesen Appetit bei unseren Kunden, sich zertifizieren zu lassen. Also ich glaube, das hat klare Auswirkungen. Vielleicht noch eine wichtige Bemerkung an der Stelle. Das haben wir nicht so deutlich gemacht. Die Perspektive von Smart Score ist natürlich im Moment die des Immobilienentwicklers und Bestandshalters, also die des Vermieters. Ja. Es gibt als solches keinen Smart Score für Unternehmen. Ich mache mit Ihnen eine Wette auf diesen Call heute. Geben Sie der Sache ein Jahr, anderthalb, haben wir das Gleiche auch für Unternehmen. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, dass ein Unternehmen sich nicht für die Smartness seiner Betriebsflächen, insbesondere der Büroflächen, zertifizieren lassen müsste. Und Wired Score, Smart Score würde etwas auslassen, wenn Sie Ihre, sagen wir mal, erarbeiteten Assets jetzt hier auch nicht auch auswerten würden. Nächste Frage. Wie läuft denn so ein Zertifizierungsverfahren konkret ab? Ja, das weiß ich ein bisschen. Ich glaube aber, ich bin der Falsche, der Ihnen das erzählen sollte. Also da sollten Sie direkt mit Wired Score Kontakt aufnehmen. Die erklären Ihnen das en Detail und besser als ich. Passt auch gleich die nächste Frage dazu. Können mir Integratoren bei der Zertifizierung helfen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also interessanterweise sind viele unserer Integratoren, ich hatte eben gesagt, welche Gebäude in Deutschland schon Smart Score zertifiziert sind und welche Platinum. Ich kann das für einen nicht kleinen Teil unserer Integrationspartner sagen. Die haben hands-on Experience mit diesen Zertifizierungsprozessen. Die wissen, was da passiert. Sie wissen, welchen Beitrag sie leisten in diesem Prozess. Also da greifen sie auf gutes Know-how zurück. Noch eine Frage. Konzeptionell super Ansatz. Wie bekannt und regional vertreten ist Smart Score? Das ist auch eine Frage, von der ich lieber hätte, dass Smart Score sie beantwortet. Ich weiß, dass die mit ihrem Programm sowohl in den USA als auch Europa gestartet sind. Ich glaube sogar ziemlich gleichzeitig. Und das tatsächlich, Asien weiß ich jetzt nicht genau. Und ich weiß, dass parallel Zertifizierungsverfahren überall laufen. Da würde ich auch sagen, nehmen Sie Kontakt mit Smart Score auf, das sind clevere Leute. Das meine ich auch ohne Vorbehalte. Und lassen Sie sich von denen mal erzählen, was die so machen. Also hier sagt ganz konkret ein Systemintegrator NTT, er kann helfen. Ich das können die, das zeugen. Also, wenn ihr Fragen habt diesbezüglich, Mark und ich stellen sehr gerne den Kontakt her, gar keine Frage. Prima. So, dann kommen wir auch schon dem Ende zu. Herzlichen Dank an dich, Mark, und vor allem Ihnen für Ihre heutige Teilnahme. Da war noch eine Frage, wo kann ich die Aufzeichnung später downloaden? Wir senden Ihnen im Anschluss noch einen Link zur Aufzeichnung. Bekommen Sie also und auch eine Einladung zum nächsten Webinar mit Thinkit. Das wird am 26.04., also 26. April um 16 Uhr wieder stattfinden. Geteilte Verantwortung, Digitalisierung durch Mieter und Vermieter. Bin ich auch mal gespannt. Das mag ich ganz kurz noch bewerben. Ja, bitte. Das ist eigentlich ein bisschen die logische Fortschreibung von dem, was ich ganz am Ende kurz gesagt hatte zur Frage Smart Score Zertifizierung für Corporates. Sie haben ja eigentlich hier eine Situation, dass an diesem Spiel der Digitalisierung, insbesondere einer Bürofläche,
unbedingt immer zwei Parteien beteiligt sind, nämlich Mieter und Vermieter. Ja, das geht auch gar nicht anders. Das geht, das stimmt bezüglich der Investitionen in Digitalisierung, was Software, aber auch was Hardware anbelangt. Ja, also Sie werden recht selten einen Immobilienentwickler oder Bestandshalter finden, der sagt, na, ich gebe euch schon mal die Desk-Sensoren, um Arbeitsplatzbelegung zu vermessen, was man für ein vernünftiges Flächenmanagement unbedingt braucht, gebe ich euch gleich mit. Das passiert nicht. Ja. Die rüstet dann der Army nach und die NTT oder wen sie von unseren Integratoren auch sonst wählen. Aber gleichermaßen kommen natürlich sowas wie eine Anwesenheitsmessung auf Flächen, ja, in Räumen, die gehört natürlich eigentlich ins Gebäude von Anfang an. Und das ist auch was ein SmartScore zertifiziert. Und dass diese beiden Sachen zusammen vernünftig funktionieren aus Perspektive der Corporates, die natürlich die Informationen über die Flächenbelegung ganz genauso wollen eben aus Sicht der Vermieter und Betreiber, das ist was wir hier ein bisschen auflösen wollen, wie da so die Wechselwirkung ist. Das ist unser Thema beim nächsten Mal. Da bin ich ja schon jetzt ganz gespannt. Warum erst im April? Ja, wir sind am Ende, 16.31 Uhr. Bei sonstigen Fragen oder auch gerne immer Anregungen, bitte einfach kurz bei Marc oder bei mir melden. Das wäre super. Dann wünsche ich euch noch einen guten, angenehmen Resttag.